So, da wären wir wieder. Und wir haben 3 Soul Sand. Ich glaube, das wird nicht für wirklich viel von dem. Warum ist da das? Ah, okay. Netherbrick. Netherbrick. Da. 1 Soul Sand, 4 Netherrack für 2 Bricks. Und wir brauchten, glaube ich, auch nur 2. Also reichen die 3 Soul Sand hier. So, jetzt brauche ich allerdings ganz viel Netherrack. 12 Stück oder so. Hatte ich davon schon was ins System geschmissen? Nether Wards, nö. Okay. Wo ist mein treuer Eimer? Da ist mein treuer Eimer. Dann hätte ich jetzt gerne Lava, du. Ich habe ein Déjà-vu, das habe ich doch schon mal gemacht. So. Also ich habe schon 10, 12 Mal so ein Netherrack hergestellt. Was habe ich damit gemacht? Also, ja, ich habe, oh, es wäre doof, wenn das verbrennen würde. Ich habe damit hinten die neue Energieanlage, die Lavaanlage gebaut. Ja, schade, okay. Mehr, 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 mehr. Mehr. Das waren jetzt 6. Na gut, also 2 noch. Dann können wir erstmal 2 mal den Vorgang durchlaufen lassen. Das müssten dann 4 Netherbricks sein. Und das sollte noch erstmal reichen. Da haben wir noch 2 Netherbricks für irgendwelche anderen komischen Maschinen. So, wo habe ich das Ding jetzt aufgestellt? Habe ich es überhaupt schon aufgestellt? Fluid Transposer, Ignis Extruder. Da ist es. Du komisches Ding. Du. Ach, da sind schon Netherrack drin. Sehr schön. So. Und ihr müsstet jetzt die richtigen Netherbricks herstellen. Genau, die da brauchen wir. Den Rest lassen wir auch nochmal durchlaufen. Und dann nehmen wir hier alles raus. Und wir haben sogar das Nebenprodukt bekommen. Sehr schön. So, raus, raus, raus. Alles ins ME-System. Du rein, du rein. Das kann rein. Block auf Aluminium kann zerlegt werden. Seared Faucet kann da rein. Du kannst da rein. So, jetzt. Magm irgendwas. Du spinnst schon wieder rum, ha? Huh? Da. Magma Crucible. Haben wir noch nicht gebaut, richtig? Können wir noch gar nicht gebaut haben, weil die da fehlten. Okay, Leadstone Energy Cell. Da brauchen wir einen Block of Redstone. Das ist nicht so schwer. Dann brauchen wir normales Glas und Blei. Blei haben wir alles im Inventar. Unsere kompletten Bestände an Blei berufen sich auf 36 Stück, die wir noch im Inventar haben. Also müssen wir definitiv oben ganz viel in die Smeltery einschmeißen. Das geht so nicht. Redstone Energy Cell, da rein. Also, ne? Nur der Frame. Also diese Energy Cells, für diejenigen, die es nicht kennen. Energy Cells sind quasi große Batterieblöcke, die man in der Welt aufstellt. Und da sieht man an einer Seite, wie voll die sind. Und die kann man auch einstellen, von welchen Seiten sie Energie annehmen, von welchen sie abnehmen und wie viel. Und die sind echt super praktisch. Da gibt es auch mehrere Abstufungen von. Also Leadstone ist halt die einfachste Variante. So, und den Rest müssten wir haben, oder? Ja, Magma Crucible. So. Jetzt brauchen wir noch mehr abgefahrenes Zeug. Also, ganz rechts von der Konstruktion kommt der Magma Crucible. In dem Magma Crucible schmeißen wir Redstone rein. Das wird zu flüssigem Redstone gemacht. Dann sage ich dem Ding hier, exporte bitte nach links. Nicht nach rechts in den Dungeon Spader, das brauchen wir nicht. Also exportiere bitte nach links. Dahin tun wir einen Fluid Transposer. Und ein Fluid Transposer wird jetzt von rechts befüllt. Damit füllt sich der Tank hier. Sobald genug im Tank ist, wird er die Flüssigkeit, die hier im Tank ist, in diesen Gegenstand reintun. Also zum Beispiel diese Frames, die ich eben gerade gezeigt habe. Die werden dann befüllt damit. Und das ist wichtig. Jetzt brauchen beide allerdings noch ein Magma Dynamo. Oder ich fange an, das hier wirklich aufzusplitten. Aber dafür habe ich nicht genug Platz. Na doch, habe ich. Wie viele Conduits habe ich?
Konnte. Gar keine. Gar keines wenig. Harden macht 400, könnte also 5 Dinger da betreiben. Ja, es müsste reichen. Zumal die Pulverizer die einzigen sind, die gerade aktiv sind. Und wir können später immer noch ersetzen. Also ich hätte gerne Hardened Dingensbummens. Dafür haben wir nicht genug normale. So. Das ist das falsche Rezept. So. 18 Hardened Energy Conduits. Okay. Das heißt, wir brauchen ein Bucket voll Lava. So. Dann werden die Dinger hier abgebaut. Die Dinger da unten werden abgebaut. Das Ganze wird nach hinten versetzt. Du weg. Du weg. Du weg. Du weg. Du weg. Die kommen jetzt hier hin. Dann werden die abgebaut. Das ist jetzt kurzfristig ganz schöne Lavaverschwendung. Aber na gut. Dann müssen die alle gedreht werden. Und bei jedem dann eingestellt, dass er wieder Lava exportieren soll. Das, glaube ich, weiß er nicht mehr. Genau. Lava. Oh. Nicht mit Lava-Buckets um sich schmeißen. Das ist nicht so schön. Du da, du da. So, dann bekommen die gleich hier wieder. Ding, 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 ding. Und obendrauf die Conduits. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen hinbab, müsste das Ding auch Strom bekommen. Richtig. Also wir haben momentan 4 Stück. Das sind 4 mal 80, das sind 320. Und die Dinger verbrauchen jeweils 40, das sind 120. Und der Rest geht hier rauf. Okay. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ein guter Anfang. Und da wird wieder ein Enderman gepunchestickt. So, du brauchst jetzt Redstone. Stopp. Warum genau wollte der Gerugon in der Vergangenheit das Ganze jetzt bauen? Ich glaube, das war für die Redstone-Conduits, damit wir hinten das Energiesystem aufbauen können. Brauchen wir mal eine Menge Redstone für und dafür müssten wir wieder anfangen, das zu sieben. Dafür müssten wir die wieder umstellen. Ich hatte das aber absichtlich so gemacht, damit wir mehr Eisen bekommen, weil wir gerade Eisenmangel hatten, immer wieder haben und so. Okay, das muss ich jetzt mal kurz überprüfen. Wir haben jetzt die Maschine aufgebaut, das heißt, wir haben theoretisch die Möglichkeit, die Redstone-Sachen zu bauen. Und ich hätte gerne 2 Barren Bronze. So. Also, hoch mit dir. Kurz Werkzeug reparieren. Da. So. Smeltery. Du hast die Iron Ingots. Warum werden die nicht abgepumpt? Ist hier irgendwas kaputt? Saugt ein, hat nichts. Molten Iron ist drin. Also das Ding wird wahrscheinlich kaputt sein. Casting Table. So. Klappt's jetzt? Jo, 4 Ingots. Okay. Ich brauche Iron. Ganz schnell, bevor er anfängt, da. Da. 2 Ingots nur noch. Na, es klappt nicht. Also, was jetzt passieren wird, er wird die letzten Ingots gießen. Dann wird ein Ingot übrig bleiben. Oh, warte, das kann ich nutzen. Also, wir haben jetzt ein Ingot da drin. Der ist jetzt weg. Das heißt, wir haben eine schön gerade Anzahl an Eisen, sobald das hier eingeschmolzen wird. Sofern es eine gerade Anzahl an Gegenständen war, die ich reingetan habe. Und warum sind da Item Ducts drin? Okay. Das machen wir mal später. Die kombiniere ich jetzt hoch, damit wir nachher mehr Platz haben. Wie schaut's noch aus? Da ist noch mehr Iron. Wir haben 32 im System. 32 ist echt nicht viel. Oh, na gut. So, du wirst eingeschmolzen. Also wir können wieder anfangen, auf das umzustellen. Alternativ können wir auch wirklich einen extra Rüttler bauen. Wobei ich da ein bisschen vorsichtig bin.
Also Eisen wird hergestellt, runter. Hier, also der Rüttler ist jetzt nur für Gravel. Und der ist schnell. Er ist verdammt schnell. Da brauchen wir 3 Pulverizer, um genug Gravel herzustellen, damit er durchgehend rütteln kann. Wir könnten theoretisch aber 3 davon wegnehmen. Dann ist er nicht mehr so schnell und dann die wieder umstellen. So oder so brauchen wir trotzdem mehr Pulverizer. Also das Ding hier wäre nur für Dust. Dann brauchen wir nochmal ein Set für Gravel und nochmal ein Set für Sand. Was braucht denn so ein Pulverizer? Pulver. Ja, wir haben ganz schön viel Pulver, das ist richtig. Aber ich wollte eigentlich rechts da den Pulverizer haben. 1, 2. Oh, da fehlt nur irgendein Keul. Du. Wir haben kein Gold mehr. Okay, gib mir bitte Gold. 1 Stack Gold. Ja. Gut. Was haben wir da drin? Molten Aluminium, Molten Gold, Molten Copper. Lauter Ramsch. Und ganz viel Seed Stone, ja. Ich. Erstmal das Eisen. Damit das da fertig ist. Es sind 6 Ingots Tin drin. Okay, Gold dürfte ich so hinterher kippen können, da müsste nichts passieren. Und das Seed Stone, das ist. Da verbraucht man fast gar nichts, wenn man das hier reinkippt, kann das sein? 68. 67, ja, man verbraucht einen. Also es ist super für Deko-Blöcke und so. Wenn es einmal im System ist und man es eigentlich gar nicht haben will, dann ist es irgendwie doof. Ja gut, ich hätte gerne... Na, es geht nicht. Oh, was war das jetzt? Der gerade wieder... Seed Stones hergestellt. Da ist Molten Iron drin. So. Machst du jetzt was? Irgendwas glitscht hier ganz schön rum. Wird das Seed Stone gerade weniger? 44? Weil da blinkt immer so ein schwarzes Brick-Ding auf. Immer noch 44, nö. Also es wird hier drin wieder was drin sein, was nicht drin sein soll. So. Ja. So. So. Jetzt kommt da... Warum machst du da jetzt hier Stone rein? Na gut, dann macht jetzt hier Stones alle. Wirst du jetzt abgepumpt. 34. 33. 32, okay. Dann hol jetzt alles hier Stones da bitte raus. Dann haben wir die im Emmy-System, ist auch okay. So, Gold. Gold ist da. Gold kann rein. Wart mal. Der Induction Smelter. Der kann nicht einfach so die da schmelzen, ne? Nein. Das ist schade. Dafür bräuchten wir ein Furnace. Redstone Furnace. Mit Bricks. Bricks haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Gucken wir mal. Bricks. Nö. Dann hätte ich gerne Clay. Und würde den Clay gerne zerklopfen. Meine Diamantschaufel. Und das muss ich jetzt wieder oben reinschmeißen in die manuellen Dinger, ne? Ja. Ach ja, also wir entwickeln uns ganz gut, was so die Textstufe angeht. Aber wir haben recht häufig Rückschritte, die dann recht peinlich sind. So nach dem Motto, wir haben keinen Stein, oder wir haben kein Lehm, oder wir haben kein Holz. Ja, okay, Holz jetzt nicht unbedingt, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Schon recht komisch. So, Hälfte dahin, Hälfte dahin. Haben wir noch irgendwas zum Einschmelzen?